Wir sind darüber ja gestern traurig gewesen, dass das Votum so war. Und das ist ja jetzt kein Grund, in irgendeiner Weise jetzt besonders garstig zu sein bei den Verhandlungen, sondern sie müssen sachgerecht geführt sein. Die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens möchten nicht Teil der EU sein, möchten nicht Teil des Binnenmarktes sein. Und das muss man jetzt doch respektieren und das wird so gemacht. Und dann muss Großbritannien für sich definieren, und das wird sicherlich dort auch noch ein Diskussionsprozess, wie es seine Beziehung zu der Europäischen Union gestalten möchte. Und dann werden wir 27 uns zusammensetzen und werden sagen, ist das aus unserer Sicht und aus unserem Interesse vertretbar so? Und dann gibt es gar keinen Grund, da nicht auch vernünftig zu verhandeln.